Von Langerfeld bis zum Stadion sind es 11 Kilometer. Von Rittershausen, also Oberbarm, nur noch 8. Die Arbeiter haben natürlich kein Geld, um zu fahren. Sie müssen laufen. Und mancher wird vielleicht im letzten Augenblick denken, dass eine solche Anstrengung, ein solcher Weg hin und zurück zu viel sei. Satt essen können sich schon viele nicht mehr. Und das Schuhwerk ist auch unter aller Kanone. Deshalb schlagen wir vor, dass wir eine große Demonstration organisieren, um die Massen aus den einzelnen Stadtteilen, besonders aus den entfernteren, mitzunehmen. Zum Glück können wir jetzt alles unter dem Stichwort Wahlpropaganda, Wahlagitation und so weiter durchführen. Eine solche Demonstration muss natürlich ganz gründlich und sorgfältig vorbereitet werden. Hier, Otto deutet mit dem Finger auf einen Punkt. Hier ist der Bahnhof Rittershausen, 8 Kilometer vom Stadion. Dafür müssen wir 2 Stunden einsetzen. Und hier, er weist auf Ronsdorf. Und hier, er deutet auf den Rott. Und hier, der Zeigefinger tupft auf 2 Punkte, auf den Ölberg und auf die Steinbeck. Von hier aus müssen 3 Teildemonstrationen abmarschieren. Jede Teildemonstration muss auf die Minute an die Hauptdemonstration angeschlossen werden. Soweit der Prolog zum 13. September zu unserer Kommunalwahl im schönen Wuppertal. Herzlich willkommen bei den Satzfalten mit Herrn Jan Kreinkamp. Und Herrn Olaf Reitz. Herzlich willkommen zur 13. Woche Satzfalten. 13 Wochen. 13 Wochen. Eine lange Zeit. Eine verdammt lange Zeit. Als Herr Lehmann um Punkt 8 die Markthallenkneipe betrat, waren seine Eltern schon da. Sie saßen an einem guten Tisch, nicht zu nah an der Küche, nicht zu nah am Klo und nicht zu nah am Eingang. Und sie redeten eifrig mit seinem besten Freund Karl, der sich extra fein gemacht zu haben schien. Er trug einen selbst für ihn noch zu weiten schwarzen Anzug aus zweiter oder dritter Hand, den Herr Lehmann noch nie zuvor gesehen hatte. Dazu ein weißes Hemd und eine Fliege. Er sah grotesk aus, wie ein Monsterpinguin nach dem Schleuderwaschgang. Herr Lehmann wäre am liebsten gleich wieder umgekehrt. »Da ist er ja«, sagte seine Mutter, als er an den Tisch kam. »Hallo, Boss«, sagte sein bester Freund Karl und reichte ihm die Hand. »Keine Faxen«, sagte Herr Lehmann säuerlich und setzte sich. »Wir haben uns schon gewundert, wo du bleibst«, sagt seine Mutter. »Es ist Punkt 8«, sagt Herr Lehmann, »ihr wart zu früh. Das Taxi fuhr so schnell. Wie war die Stadtrundfahrt?« »Anstrengend«, sagte sein Vater. »Also das mit der Mauer«, sagte seine Mutter und schüttelte sorgenvoll den Kopf. »Hier ist die Karte, Boss«, unterbrach Karl und reichte ihm die Karte. Seine Eltern hatten sie schon. Dann zündete Karl eine Kerze an. Es war die einzige Kerze im ganzen Lokal. Herr Lehmann fiel auf, dass Karl schmutzige Fingernägel hatte, und er fragte sich, ob ihm das nur jetzt in seiner Eigenschaft als Pseudo-Geschäftsführer auffiel oder ob sein bester Freund etwas abbaute. Zum ersten Mal in seinem Leben war Harold enttäuscht, dass der Briefkasten so schnell erreicht war. Am liebsten hätte er die Straße überquert und sich daran vorbeigemogelt, aber der Kasten stand nun einmal da, am Ende der Fossbridge Road, und wartete auf ihn. Harold hob den Brief an Queenie zum Schlitz und stockte. Er blickte auf die kurze Strecke zurück, die er gelaufen war. Die freistehenden Häuser waren mit Stuck verziert und in unterschiedlichen Gelb-, Lachs- und Blautönen gestrichen. Manche hatten noch ihre spitzen Dächer aus den 50er Jahren und wie Strahlen im Halbkreis angeordnete Zierbalken. Bei anderen war das Dachgeschoss ausgebaut und mit Schieferplatten verkleidet. Ein Haus war ganz im Stil eines Schweizer Chalets umgebaut worden. Harold und Maureen waren vor 45 Jahren hergezogen, gleich nachdem sie geheiratet hatten. Die Finanzierung hatte Harolds ganze Ersparnisse aufgezehrt. Es gab kein Geld mehr für Vorhänge oder Möbel. Sie hielten Distanz zu den Nachbarn und mit der Zeit zogen die alten Nachbarn weg und neue kamen. Nur Harold und Maureen blieben. Harold dachte an die paar Worte, die er Queenie geschrieben hatte, und schämte sich für ihre Dürftigkeit. Er stellte sich vor, wie er nach Hause zurückkehrte, wie Maureen David anrief, wie das Leben genauso weiterging wie bisher, außer dass Queenie in Berwick im Sterben lag. Das setzte ihm schwer zu. Er ließ den Brief auf dem Rand des dunklen Briefkastenschlunds ruhen. Er schaffte es nicht, ihn hineinzuschubsen. »Eigentlich ist es ein schöner Tag«, sagte er laut, obwohl niemand da war. Er hatte ja sonst nichts zu tun. Da konnte er genauso gut zum nächsten Briefkasten laufen. Bevor er es sich anders überlegen konnte, bog er um die Ecke.
Naja, und so weiter. Also da könnte man jetzt stundenlang weiterlesen. Auf jeden Fall geht er auch am nächsten Briefkasten vorbei. Und am nächsten auch. Und dann ist er auf dem Weg. Was zu erwarten war, ist eingetroffen. Die Gesellschaft hat die Lektion nicht gelernt, die ihr diejenigen erteilen wollten, die nicht im Sinne hatten, den Staatsapparat zu zerstören, sondern das Bewusstsein der lohnabhängigen Massen zu verändern. Nicht absurde Vorstellungen von ihrer Macht stimulierten die in ihrem Bewusstsein verstörten Werfer von Bomben. Nunmehr gegen jeden, ohne Unterschied und Ansehen der Person, sondern der manische Zwang, die Wirklichkeit unserer Gesellschaft im gespenstischen Irrlicht ihres Wahns erscheinen zu lassen. Das ist ihnen, wenn auch zunächst nur für kurze Zeit, gelungen. Die Aktion war auch im deformierten Sinn ihrer Erfinder erfolgreich. Ganze Städte oder doch Teile davon sah man in eine Situation versetzt, die am Ausgang des letzten Krieges nur die Vereinigung des Terrors aus der Luft und des totalitären Staates zu erzeugen vermochte. Nicht die effektive Gewalt, sondern ihr möglicher Ausbruch zu jeder Zeit und an jedem Ort verbreitete den Schrecken, der die Steigerung und Intensivierung der Gegengewalt als die einzig mögliche Alternative plausibel machte. Die denkbare Verhaftung aller Mitglieder der terroristischen Gruppe bedeutete aber keine Garantie gegen die Wiederholung des makabren Schauspiels. Umso mehr durfte man auf die Reaktion der Gesellschaft gespannt sein. Die Fragen, die hätten gestellt werden müssen, lauten: Welche Konzeption der Veränderung unserer Gesellschaft schließt mit Notwendigkeit die Möglichkeit ein, das Recht des Staates auf dem Sitz des Monopols legaler Gewalt in Frage zu stellen? Welche Strategie der Systemveränderung ist nur, um den Preis der Herstellung bürgerkriegsähnlicher Zustände durchzusetzen? Welche Chancen hat der Staat, den unumgänglichen Konsensus aller Demokraten zu erhalten und gegen jeden Versuch zu schützen, ihn zu unterhöhlen oder aufzulösen? Ja, ich habe auf jeden Fall hier Ding, ne? Eigentlich wo war es? Seite 3, 9. Boah, glaubse! Seite 3, 9, 39? 39. Boah, glaubse! So beginnt die Ruhrpott-Figur Herbert Knebel alias Uwe Lyko regelmäßig die Mitteilung ihrer Beobachtungen. Ein Ausruf des Staunens, des Entsetzens und Entzückens zugleich umfasst. Die Wirkung des Heiligen auf die Menschen, die das Religiöse ausmachen, lässt sich alltagskulturell kaum besser beschreiben als in diesem Ausruf: Boah, glaubse! In ihm kommt das Wesen des Heiligen als zugleich furchterregend und anziehend zur Geltung. Es fällt schwer, aber es geht. So lautet das Fazit des Westfalen Rüdiger Hoffmann und des Rheinländers Jürgen Becker über das Zusammenleben von Rheinländern und Westfalen in einem Land, das beiden oktroyiert wurde. Beide kabarettistischen Äußerungen machen deutlich, wie in NRW das Zusammenleben von verschiedenen Weltanschauungen, Religionen, Lebensstilen, Alltagskulturen möglich ist und seit geraumer Zeit geschieht. Einerseits gibt es ein Staunen darüber, wie vielfältig und wie unterschiedlich in NRW gelebt und geglaubt wird. Dieses Staunen löst Entzücken und Entsetzen zugleich aus. Es ist reizvoll und macht zugleich Angst. Andererseits gibt es in NRW, das heißt seit dem Zweiten Weltkrieg, eine Tradition, wie mit dieser Unterschiedlichkeit gesellschaftlich so umgegangen werden kann, dass es nicht zur Vernichtung des jeweiligen Fremden kommt. Es fällt schwer, aber es geht. Es ist eine kulturelle Errungenschaft dieses künstlichen Nachkriegsbildes NRW, dass Fremde in einem sehr hohen Maße integriert werden konnten, weil hier heimatliche Traditionen im Plural existierten. Heimat im Plural. Dies wurde und wird in NRW auf hohem Niveau kultiviert. Ich erinnere mich nur an die Glaubensvielfalt in Sachen Fußball, die Königsblauen und der BVB, der FC und die Borussen vom Bökelberg, die unabsteigbare graue Maus aus Bochum, naja, und die Zebras aus Meiderich, der Chemiekonzern und der Backkonzern, RWE und RWO und wie sie noch alle heißen. Hier spielen sich Woche für Woche Lebensdramen ab, die quasi religiösen Charakter haben. Die Reichen tun alles, um sie zu überzeugen, dass sie besser nicht nach ihrem Anteil fragen, weil, nun ja, plötzlich ist nicht mehr genug da, um über die Runden zu kommen. Jeden Abend erzählen euch die Medien, die den Reichen gehören, eine neue traurige Geschichte.
von der neuesten Internetfirma, die bankrott gemacht hat, von einem Investmentfonds, der völlig zusammengebrochen ist, von einem Nasdaq-Investor, der pleite gegangen ist. Der Dow Jones Aktienindex ist um 300 Punkte gefallen. Lucent Technologies hat die Entlassung von weiteren 15.000 Arbeitskräften angekündigt. Die Fusion zwischen den Fluggesellschaften United und US Airways ist gescheitert. General Motors schluckt Oldsmobile. Und jetzt gibt es auch noch Berichte, dass selbst ihr persönlicher 401k-Pensionsplan nicht mehr sicher ist. Ganz schön beängstigend, stimmt's? Und es stimmt alles. Die Leute würden Sie nicht anlügen, zumindest nicht, was diese kleinen Details betrifft, mit denen Sie ihnen Angst machen. Aber wie steht es mit der großen Lüge? Der Behauptung, dass sich die Weltwirtschaft derzeit in einem schrecklichen Zustand befindet. Ich meine, in gewisser Hinsicht stimmt das vielleicht schon. Wenn Sie der Mittelschicht angehören oder sozial noch schwächer sind, haben Sie wirklich allen Grund zur Sorge. Warum? Weil die an der Spitze sogar noch mehr Sorgen haben. Sie sind verrückt vor Angst, dass Sie an der Party teilnehmen wollen, die Sie feiern. Sie haben Schiss, dass Sie eines Tages sagen, okay, ihr habt eure Yachten und Ferienhäuser in Südfrankreich. Und was ist mit mir? Wie wäre es, wenn ihr mir ein bisschen was abgeben würdet, damit ich mir ein neues Garagentor leisten kann? Das Einzige, was noch größer ist als Ihre Angst, etwas abgeben zu müssen, ist Ihr Erstaunen, dass keiner von Ihnen eine Lohnerhöhung, mehr Urlaub oder einen Beitrag zu seiner Zahnarztrechnung oder sonst einen Anteil an dem gigantischen Reichtum verlangt, der in den letzten 10 Jahren geschaffen worden ist. Sie sind wirklich damit zufrieden, 4 Abende in der Woche zu überlegen, wer Millionär wird, aber nie die schlichte Antwort, ich, geben? Die Bonzen in den Konzernen warten schon lange darauf, dass dieser Groschen bei den Bürgern fällt. Ja. Was immer wir tun, wir müssen wissen, was wir erwarten dürfen, welche Mittel nötig sind, um das Ziel zu erreichen und welche Mittel und Fähigkeiten wir für die anstehende Aufgabe mitbringen. Nur der kann großmütig auf die Früchte des Sieges verzichten, der so vorbereitet ist und keinerlei Wünsche in Bezug auf die Ergebnisse des Sieges besitzt und weiterhin im Kampf aufgeht. Man kann auf die Früchte verzichten, aber dieser Verzicht bedeutet keine Gleichgültigkeit dem Ergebnis gegenüber. Der Krieger des Lichts hört Gandhis Strategie voller Achtung an und er lässt sich nicht von Menschen verwirren, die den Verzicht predigen, weil sie unfähig sind, zu einem Ergebnis zu kommen. Das ist mehr so ein meditatives Gongen jetzt. Ja. Während ich in der Wanne lag, hat irgendjemand das Bett aufgeschlagen, die Kotze vom Teppich weggewischt, das kaputte Telefon ausgewechselt und meine vollgekotzte Kleidung abgeholt. Das finde ich irgendwie wahnsinnig rührend und nett und setze mich nackt auf die Bettkante und plötzlich muss ich daran denken, wie ich als Kind auf Sylt mal bei Hansens und Kampen eingeladen war. Hansens waren so eine Sylter Familie. Ich glaube, der Vater hatte einen Getränkemarkt oder sowas ähnliches. Jedenfalls habe ich am Strand den Henning Hansen kennengelernt. Beim Burgenbauen und wir kamen ganz gut miteinander aus, vor allem weil Henning ein Fahrrad mit Bananensitz hatte und wir mal zu zweit mit dem Ding zum Kiosk gefahren sind, um Grünophant gekauft haben. Wissen Sie, was Grünophant ist, Herr Reitz? Grünophant? Nein. Okay, ich auch nicht. Gab's damals wohl auf Sylt. Das hat was bestimmt mit, also das ist was Hochprozentiges, würde ich sagen. Okay, Grünophant. Na, eigentlich war das ja so, dass er sich nur Barry leisten konnte und ich, da ich natürlich immer mehr Geld hatte, habe uns dann jedes Mal Grünophant gekauft. Das haben wir immer in den Dünen gegessen. Ist kein Getränk. Okay. Damals erinnere ich mich, schien mir das eine so erschreckend normale Tätigkeit, so als ob alle Jungen in meinem Alter sich die ganze Zeit nie Gedanken machen würden über Dinge, sondern nur mit Fahrrädern, mit Bananensatteln spielen und Grünophant essen würden. Und zwar alle ohne Ausnahme. Ich fand es großartig, dass Henning sich nur mit solchen Dingen beschäftigte. Das Leben war eben normal für ihn. Wo der Naturmensch seine Willkür noch so gesetzlos missbraucht, da darf man ihm seine Freiheit kaum zeigen. Wo der künstliche Mensch seine Freiheit noch so wenig gebraucht, da darf man ihm seine Willkür nicht nehmen. Das Geschenk liberaler Grundsätze wird Verräterei an dem Ganzen, wenn es sich zu einer noch gärenden Kraft gesellt und einer schon übermächtigen Natur Verstärkung zusendet. Das Gesetz der Übereinstimmung wird Tyrannei gegen das Individuum,
Wenn es sich mit einer schon herrschenden Schwäche und physischen Beschränkung verknüpft und so den letzten glimmenden Funken von Selbsttätigkeit und Eigentum auslöscht. Der Charakter der Zeit muss sich also von seiner tiefen Entwürdigung erst aufrichten, dort der blinden Gewalt der Natur sich entziehen und hier zu ihrer Einfalt, Wahrheit und Fülle zurückkehren. Eine Aufgabe für mehr als ein Jahrhundert. Unterdessen, gebe ich gerne zu, kann mancher Versuch im Einzelnen gelingen, aber am Ganzen wird dadurch nichts gebessert sein und der Widerspruch des Betragens wird stets gegen die Einheit der Maximen beweisen. Man wird in anderen Weltteilen, in dem andere die Menschheit ehren und in Europa sie dem Denker schänden. Die alten Grundsätze werden bleiben, aber sie werden das Kleid des Jahrhunderts tragen und zu einer Unterdrückung, welche sonst die Kirche autorisierte, wird die Philosophie ihren Namen leihen. Von der Freiheit erschreckt, die in ihren ersten Versuchen sich immer als Feindin ankündigt, wird man dort einer bequemen Knechtschaft sich in die Arme werfen und hier von einer pedantischen Kuratel zur Verzweiflung gebracht, in die wilde Ungebundenheit des Naturstands entspringen. Die Usurpation, und damit komme ich auch zum Ende meines kleinen Vortrages, die Usurpation wird sich auf die Schwachheit der menschlichen Natur, die Insurrektion auf die Würde derselben berufen, bis endlich die große Beherrscherin aller menschlichen Dinge, die blinde Stärke, dazwischen tritt und den vorgeblichen Streit der Prinzipien wie einen gemeinen Faustkampf entscheidet. Du solltest der Versuchung... Moment. Kurzen Om. Kurz. Ja, wir können weit. Ich bin bereit. Okay. Du solltest der Versuchung widerstehen. Im Interesse und deiner und auch Bats Gesundheit müssen wir planen und nochmals planen. Ich zitierte aus dem Buch. In dieser Hinsicht stimmte der Ratschlag von Schwangerschaft und Geburt mit meinem eigenen Ansatz überein. Außerdem musst du deine Koffeinzufuhr kontrollieren. Die Kaffeemengen in Cafés sind nicht standardisiert. Da empfehle ich einen exakt abgemessenen Kaffee am Morgen zu Hause und an der Uni nur entkoffiniert. Du hast alles nachgelesen, stimmt's? Korrekt. Ich empfehle Schwangerschaft und Geburt. Alles, was sie wissen müssen. Das ist ein Ratgeber für Schwangere. Unser Gespräch wurde durch die Ankunft von Jean unterbrochen, der mittlerweile einen eigenen Schlüssel besaß. Er schien guter Laune. Na, Abend allerseits, was gibt's zu essen? Er schwenkte eine Flasche Rotwein. Als Vorspeise Neuengland Austern, als Zwischengericht frischer Aufschnitt, als Hauptgang New York Steaks, Englisch mit Kräuterkruste und Alfalfa-Sprossen, gefolgt von einer Auswahl an Rohmilch und Blauschimmelkäse und als Nachspeise Affogato mit Strega. Einen Espresso und Kräuterlikör ertränkte Vanilleeiskugel. Im Zuge der Umstellung des Mahlzeitensystems hatte ich außerdem geeignete Gerichte für Jean und mich zusammengestellt und dabei berücksichtigt, dass wir weder schwanger noch auf Nachhaltigkeit bedachte Pesketarier waren. Pesketarier. Müssen wir, glaube ich, mal nachschlagen. Ich bringe demnächst mal so ein Fremdwörterlexikon. Und dann müssen wir mal ein bisschen suchen. Da Rosi mich ein wenig verstört ansah, fügte ich hinzu: Rosi bekommt ein Gemüsecurry ohne Gewürze. Das Schwangerschaftsbuch warnte vor schwangerschaftsbedingtem irrationalen Verhalten. Rosi weigerte sich, ihre Minimahlzeit zu essen und zehrte stattdessen Probierhappen jeder einzelnen Komponente unserer Mahlzeit, einschließlich des Steaks, im Widerspruch zu ihrem Status als auf Nachhaltigkeit bedachte Pesketarierin. Und sogar einen Schluck Wein. Die vorhersehbare Konsequenz war Übelkeit am nächsten Morgen. Als sich Rosi an die Uhrzeit erinnerte, saß sie, den Kopf in die Hände gestützt, auf dem Bett. »Fahr schon mal alleine«, stöhnte sie, »ich nehme mir den Morgen frei.« Unwohlsein in der Schwangerschaft ist normal, fast mit Sicherheit ist es sogar ein gutes Zeichen. Ein Fehlen der Morgenübelkeit steht für ein höheres Risiko von Fehlgeburten und Missbildungen. Dein Körper produziert vielleicht gerade ein wichtiges Bauteil, etwa einen Arm, und minimiert die Möglichkeit, dass Toxine diesen Prozess negativ beeinträchtigen. Du redest Blödsinn. Was stört so schrill die stille Nacht? Was sprüht der Lichter Lüsterpracht? Das ist das Fest des Wüstlings. Was huscht und hascht und weint und lacht? Was zümbelt gell, was flüstert sacht? Das ist das Fest des Wüstlings.
Die Pracht der Nacht ist Jach entfacht. Die Tugend stirbt, das Laster lacht. Das ist das Fest des Wüstlings. Und mit diesen wüsten Worten des Herrn Olaf Reitz verabschieden wir uns am Montag von Satzverhalten auf Stew One und würden uns freuen, wenn Sie morgen wieder um 14:45 einschalten. Bis morgen. Machen Sie es gut. Und ich gucke jetzt nochmal hier Pescetaria nach. Ich bin gespannt auf Pescetaria. Pescetaria. Duden. So, nicht Rechtschreibprüfung. Wo habe ich denn? Duden.de will ich doch. Duden. Da, Suche. Zack, Wörterbuch. Gibt es auch Pestotaria, die nur Nudeln mit Pesto essen? Also, wie hieß es? Mit C. Ah, mit C. Pescetaria. Das sind Fischesser, würde ich sagen. Ein Pescador ist der Angler. Pescetarier. Dann schauen wir doch mal, ob ich recht habe oder nicht. Sagt euch gleich. Leider gibt es für Ihre Suchanfrage im Wörterbuch kein Dings. So geschrieben, Pescetaria. Ja, ich schaue das gerne nochmal nach, wenn ich die Seite wieder finde. Pescetarier sind im Grunde Vegetarier, das ist auch falsch geschrieben hier. Also Pescetarier sind im Grunde Vegetarier, die Fisch essen. Während Fleisch und Geflügel bei dieser Ernährungsform nicht erlaubt sind. Aha! Okay. Ne, es kommt von Fisch, also von Pesch. Pescetarier, kein Fleisch, aber Fisch. Dann haben wir das auch geklärt. Gut, Pescetarier. Fischgemüse ist auch.